Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fröhlich gestrickt Podcasts. Ich bin Nora und erzähle euch hier, was ich in letzter Zeit gehandarbeitet habe. Hauptsächlich gestrickt habe, manchmal auch ein bisschen spinnen, ein bisschen sticken, nähen, je nachdem, was ich gerade so mache. Heute habe ich vor allem Stricken für euch und ein kleines bisschen spinnen. Aber bevor es losgeht, wollte ich ganz kurz ein paar Sachen sagen. Und zwar ist ja letzte Woche meine Anleitung vom Swirly Sweater rausgekommen, also das Video-Tutorial und auch die Anleitung auf Ravelry. Und ich wollte mich mal bedanken bei eurem großen Support. Vielen, vielen Dank für die lieben Kommentare und die Begeisterung zu dem Pullover. Ich war wirklich hin und weg auf Ravelry, nicht, ob ihr das gesehen habt, aber es war kurze Zeit, war meine Anleitung wirklich auf Platz 1 von Hot Right Now und also Wahnsinn, das habe ich wirklich gar nicht erwartet. Es freut mich aber sehr, dass euch die Anleitung so gut gefällt und würde mich mega freuen, wenn ihr das nachstrickt und ihr Instagram habt oder Ravelry habt, dass ihr dort die Projekte mit mir teilt, damit ich mir die anschauen kann, weil ich finde das wahnsinnig toll, das zu sehen. Es gibt doch schon jemanden, der den Pullover schon fast fertig gestrickt hat oder die, was mich mega gefreut hat. Und ja, wollte ich einfach nur mal Danke sagen. Außerdem sind in letzter Zeit viele neue Abonnenten da, deswegen dachte ich, stelle mich noch mal kurz vor. Wie schon gesagt, ich bin Nora, ich bin 31 und bin im Mutterschutz und habe gerade wahnsinnig viel Zeit zu stricken, zumindest noch für ein paar Wochen. Danach weiß ich noch nicht so genau, wie es weitergeht. Ich werde auf jeden Fall, also mein Plan ist schon weiter Videos zu machen und weiter zu stricken, aber man weiß eben einfach nicht so genau, was passiert. Und ja, ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid und dass wir gemeinsam ein bisschen Zeit verbringen können. Also wenn ihr Lust habt, ein bisschen was über meine Strickprojekte zu hören, über meine Spinnprojekte, dann schnappt euch was Leckeres, Warmes zu trinken. Ich trinke heute einen Chai Latte. Schnappt euch was zum Handarbeiten, vielleicht was zu stricken. Und dann legen wir los. Fangen wir an mit meinen fertigen Projekten. Die sind diesmal eine ganze Menge. Deswegen, auf geht's. Also, die ersten Sachen sind alles Babystricksachen. Wenn euch das nicht so interessiert, dann spult ein bisschen nach vorne. Finde ich voll in Ordnung. Aber für mich ist halt einfach gerade, das ist einfach gerade die Zeit zum Babystricken und es wird auch noch so bleiben. Aber es sind natürlich auch andere Projekte dabei, keine Sorge. Genau. Aber vielleicht habt ihr ja auch jemanden, für den ihr was für Babystricken könnt und findet das dann doch auch interessant. Als erstes fertig geworden, das habe ich euch das letzte Mal schon gezeigt, da war es schon eigentlich fast fertig, aber jetzt ist es wirklich fertig, ist das Seaside Set von Petite Knit. Da haben das letzte Mal noch die Knöpfe gefehlt. Und das Gummiband gefehlt. Das Gummiband habe ich jetzt eingenäht und die Knöpfe habe ich angenäht. So sieht's aus. Ich finde es immer noch nach wie vor mega, mega süß und überlege gerade, ob ich noch ein zweites stricke in einer anderen Größe. Das ist, glaube ich, die Größe 2, also für 3 bis 6 Monate. Vielleicht stricke ich noch die neugeborenen Größe, aber ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt, wenn man es so kurz nur anziehen kann. Wobei das jetzt natürlich auch schon ganz schön klein aussieht, finde ich. Genau. Aber für die, die das noch nicht gesehen haben, das ist, wie gesagt, eine Anleitung von Petite Knit. Findet übrigens alles unten verlinkt, also die Garnfarben, meine Links zu Ravelry, zu der Anleitung und auch zu meinem Projekt, wo dort auch nochmal die ganzen Farben verlinkt sind. Aber ich sage es euch trotzdem, also hier das Rosa ist die Farbe Soft Rose und dieses Blau ist die Farbe Dusty Dove Blue. Und die Knöpfe hat mir, wie gehofft, meine Mutter mitgebracht. Die haben super gepasst und genau. Insgesamt habe ich 22 Stunden gestrickt daran. Glaubt man gar nicht, wenn man dieses kleine Ding sieht. Aber man hat eben so eine kleine Nadelstärke. Ich glaube, es ist 2,5 oder 2,75, bin mir gar nicht ganz sicher. Dass man dann doch länger braucht, als man vielleicht denken würde. Genau. Falls ich es nicht gesagt habe, das ist Knitting for Olive Merino. Das Garn, genau. Aber da ich schon so viel dazu erzählt habe, möchte ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen, denn es gibt echt noch eine Menge mehr. Ich wollte es euch aber noch mal kurz zeigen, wie es jetzt wirklich ganz fertig ist. Als nächstes habe ich fertig die Babydecke, die ich euch gezeigt habe, die ich ohne Anleitung gestrickt habe, nämlich aus der
Wool Dreamers Muster habe ich so ein doppeltes Perlmuster gestrickt. Ich zeige es euch erstmal einmal. So sieht sie aus. Hier folge ich keine Anleitung in irgendeiner Form, sondern ich habe einfach nur Maschen angeschlagen in einer Vielfachheit von 4, also so, dass es durch 4 teilbar ist, und habe dann einfach im doppelten Perlmuster gestrickt, bis ich kein Garn mehr hatte. Ich hatte 2 Knäuel von der Wool Dreamers Muster, das ist die Farbe 1526G, und ich habe insgesamt 11 Stunden 30 ungefähr daran gestrickt, was echt eine gute Zeit ist, finde ich, für so eine große Decke. Aber es war natürlich auch eine große Nadel. Ich glaube 5 oder 5,5 mm Nadeln habe ich genommen. Und das ist jetzt noch nicht gewaschen und gespannt oder sowas. Das will ich noch machen. Aber es ist jetzt schon, finde ich, relativ groß und ich bin super zufrieden. Das ist natürlich ein bisschen eine rustikalere Wolle. Das heißt, es ist keine Decke, die man so direkt an der Haut haben möchte unbedingt, aber eben so zum Drüberlegen ist die, glaube ich, sehr, sehr warm und genau das, was mir noch gefehlt hat. Genau. Das letzte fertige Babystrick ist etwas, was gar nicht für mein Baby ist, sondern ein Geschenk sein soll. Und das ist das Flex von Tinkernitz in Sockenstärke. Gestrickt habe ich das aus Little Fibers Sock, wie heißt es, Soft Sock. Das war so eine Farbe, die sie nur noch einzeln hatte. Ich glaube, das war ganz am Anfang, als sie Ulla ganz neu den Shop wieder neu aufgemacht hat. Und das waren, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, noch Reste von einer anderen Zeit. Vielleicht auch nicht, vielleicht irre ich mich auch, aber so sieht es auf jeden Fall aus. Der Flex Sock ist eine kostenlose Anleitung auf Ravelry, wie gesagt von Tinkernitz. Und ist im Prinzip so eine relativ simple Raglan-Pullover mit eben diesem Detail hier, mit diesem kraus-rechts gestrickten Teil am Ärmel. Man strickt hier keine verkürzten Reihen, dadurch, zumindest nicht für die Kindergrößen, das ist eine Anleitung von Baby bis Erwachsenengröße. Man strickt keine verkürzten Reihen bei den Kleinen und hat dadurch nämlich dann den Vorteil, dass es kein Vorne und Hinten gibt, was einem Zeit erspart, Stress erspart, dass man nicht noch gucken muss, wie rum gehört es jetzt. Und genau, dadurch, dass es halt so eine weite Öffnung hat, braucht man sich da, glaube ich, auch keine Sorgen machen, dass der Kopf nicht durchpasst und oder dass es hier irgendwie ein bisschen eng ist, so wie es jetzt hier bei meinem Pulli gerade irgendwie ist. Genau. Ich fand insgesamt passt das Garn super dazu. Ich habe ungefähr 80 Gramm, glaube ich, gebraucht von dem 100 Gramm Strang. Das heißt, es ist ein super Projekt, wenn man so einzelne handgefärbte Stränge hat, die einem super gefallen, aber man nicht immer nur Socken stricken möchte. Und manchmal, also die hier, das heißt zwar Soft Sock, aber ich finde, also das ist wahnsinnig weich. Ich würde da jetzt nicht unbedingt Socken draus stricken. Ich finde es viel zu schade. Und deswegen habe ich hier diesen Pulli gestrickt. Das ist die dritte Größe, glaube ich. Also von einem Jahr bis 2 Jahre, glaube ich, sowas in der Richtung. Und die Anleitung ist super simpel, leicht zu verstehen. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass die Maschenprobe von den Reihen her gesehen nicht ganz so wichtig ist, weil man immer nicht gesagt bekommt, strick so und so viel rein, sondern strick bis zu der und der Länge, sodass man da ein bisschen flexibler ist. Und ich glaube, es gibt die Anleitung auch noch für dickeres Garn. Ich glaube, vielleicht worsted, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber da könnt ihr mal schauen, wenn euch das interessiert. Dann geht es wahrscheinlich noch viel schneller. Was ich nicht ganz so toll finde, aber auch in Ordnung finde, eigentlich auch ganz witzig finde, ist dieser dicke Streifen in Blau, der sich hier ergeben hat. Der ist auch hier nochmal so in Braun. Da seht ihr es so am Ärmel. Es fällt mir nicht so doll auf. Das liegt daran, dass man ja hier immer unterschiedlich viele Maschen hat. Und so ein handgefärbtes Garn kann ja schon mal gerne wildern. Oder eben Color Pooling heißt es auf Englisch, glaube ich. Und es ist eben dann so zufällig so passiert, dass hier eben immer die blauen Farben zusammen sind und am Rand immer das Braun zusammen ist. Aber nur in diesem einen Bereich, wo eben die Maschenanzahl so hoch war. Und davor und danach ist es wieder ganz normal
Ich hätte es natürlich schöner gefunden, wenn es alles eher so aussehen würde mit diesen bisschen mehr Muster und diesen dünnen, geringelten. Aber man kann nicht alles haben und finde es auch nicht dramatisch, finde es eigentlich ganz witzig. Das ist ja auch ein Babypullover, was soll's. Genau, aber ich kann die Anleitung auf jeden Fall empfehlen. Ich meine, was wünscht man sich, kann man sich mehr wünschen als eine kostenlose Anleitung für einen einfachen Pullover, den man für Babys stricken kann. Ich habe allerdings gehört, dass die größeren Größen, also für Erwachsene, vielleicht nicht so toll sind, aber da kann ich nicht von eigenen Erfahrungen sprechen. Habe ich nur ab und zu mal in einem Podcast gehört. Wollte ich kurz erwähnen, dass man da vielleicht nochmal schaut und sich gut überlegt. Aber die Babygrößen kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Finde es echt toll. Das sind alle fertigen Babystricksachen. Jetzt habe ich noch zwei fertige Projekte. Das eine ist mini klein und ich habe euch das schon das letzte Mal gezeigt, den Anfang. Und das andere sind Socken. Fangen wir an mit den Accessories. Und zwar ist die Fliege fertig geworden. Das ist die aus dem Wedding Booklet von Colibri bei Johanna. Ich habe da jetzt ein bisschen getrickst, was ich bekommen habe, und habe hier so einen Bikini-Verschluss gekauft, weil ich nichts anderes bekommen habe, um das so zuzumachen. Aber es hat gut funktioniert und ist auch nicht aufgegangen. Und habe mir selbst dann noch eine mini kleine Fliege oder Schleife gestrickt, die ich dann noch im Haar hatte auf unserer Hochzeit. Und das war eigentlich ganz süß, finde ich. Und wollte ich euch einfach nur mal kurz zeigen, wie es fertig geworden ist. Insgesamt finde ich das Booklet super schön, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte und es früher rausgekommen wäre und nicht nur irgendwie 1,5 Wochen vor meiner Hochzeit, hätte ich mir vielleicht noch was anderes daraus gestrickt. Aber so, ja. Genau, hat es für die Fliege gerade so gereicht und jetzt ist sie so eine schöne Erinnerung an unsere Hochzeit. Genau, und als letztes fertig geworden ist ein paar Socken. Und das habe ich euch letztes Mal auch schon gezeigt und habe euch erzählt, wie toll ich das Garn finde. Und das ist immer noch der Fall. Und zwar gestrickt habe ich das aus Moment, Dornröschens Keller. Das Sockengarn in der Farbe Indian Summer. Und so sieht es aus. So sieht die fertige Socke aus. Die andere Socke trocknet gerade noch auf einem Sockblocker, deswegen kann ich es euch gerade nicht so gut zeigen. Aber ja, genau. 9 Stunden 30 habe ich daran gestrickt, an dem Paar Socken. Das ist so die normale Zeit, die ich meistens brauche für Socken in meiner Größe. Mit 2,25er Nadeln. Ich habe hier so ein neues Rippenmuster ausprobiert. Das sind zwei rechte, eine linke Masche. Also für mich neu. Das gefällt mir sehr gut, wie das aussieht. Das werde ich, glaube ich, jetzt immer so machen. Und dann eben einfach glatt rechts den Schaft, Shadow Wrap Ferse, Fuß wieder glatt rechts und dann so eine Bandspitze. Also eigentlich nichts super Spannendes, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen, weil ich finde, die sind sehr, sehr schön geworden. Genau, 9 Stunden 30 habe ich ja gesagt, habe ich dafür gebraucht. Ah ja, und für die Fliege und dieses kleine Ding habe ich 4 Stunden ungefähr gebraucht. Und für die Flex Sock, für den Flex, also den Pulli, den Babypulli, habe ich 11 Stunden gebraucht. Ich finde es immer ganz interessant dazu zu sagen, ich vergesse es nur jedes Mal wieder. Ich benutze da ja so eine App, mit der man die Reihen zählt, die Zählmich-App, die gleichzeitig die Zeit mit aufnimmt, wenn man will. Und ich finde es einfach total interessant, das zu sehen und wollte das deswegen mit euch teilen. Weil mir jetzt dieses Garn hier so gut gefallen hat, habe ich gleich noch was damit angeschlagen und dadurch geht es direkt weiter mit den Works in Progress. So, es kommen auch erstmal wieder ein paar Babystricksachen. Auch hier wieder könnt ihr gerne vorspulen, wenn euch das nicht interessiert. Aber ich finde es. Ist halt ein Teil von dem, was ich gerade mache, was ich viel mache und ich möchte es natürlich auch mit euch teilen. Und zwar habe ich angeschlagen mit dem Rest, so viel ist da noch übrig, ist fast die Hälfte, würde ich sagen, die Perfect Newborn Socks von Hey Sister Yarn Co. Das sind also einfach Babysöckchen, weil ich fand es irgendwie süß, dass wenn wir dann die gleichen Socken haben oder zumindest aus dem gleichen Garn. Und ich habe aber gerade erst angefangen, also ich habe heute angefangen, heute Morgen. Und bin, ups, so weit gekommen. Aber ich wollte es euch trotzdem zeigen, weil ich es so süß finde, wie klein das ist. Die stricke ich jetzt auf 2,5er Nadeln, weil ich davon diese ganz kurzen, dieses ganz kurze Nadelspiel habe, was ich super praktisch finde, für, wenn man so kleine
Runden nur hat, weil man dann einfacher oder weil man dann nicht sich so in die Hand piekst. Manchmal finde ich, wenn das so lange sind, dann passiert es, dass man beim Nachspiel sich irgendwie aus Versehen in die Hand piekst. Oder mir passiert es, weiß nicht. Genau, auf jeden Fall, so sieht es gerade aus. Man strickt hier fast die ganze Socke in so zwei Rechts-, zwei Links-Bündchen. Das soll dazu führen, dass es ein bisschen besser hält. Bisher hatte ich nämlich noch keine Socken gestrickt, weil ich gehört habe, dass es sowieso nicht, dass die sowieso nicht halten, dass sie immer wieder verloren gehen. Aber ich konnte einfach nicht widerstehen hierbei. Und ich meine, ich werde wahrscheinlich insgesamt eine Stunde, maximal zwei daran sitzen und das zu stricken. Das kann man ruhig mal machen mit diesen Resten. Und dann hoffe ich, dass noch so viel übrig ist, dass ich mir noch Stulpen stricken kann oder so. Aber das werde ich dann sehen, wenn es soweit ist. Dann als nächstes habe ich noch eine Babydecke, die ein bisschen weniger funktional ist als die anderen beiden, an denen ich, oder die ich euch schon gezeigt habe, und die andere, die ich stricke, die ich heute aber nicht zeige, weil es nicht so spannend ist gerade, ist die Mini Augustine's Number One von Ann-Sophie Welling. Und ich stricke das aus der Schachmeier Regia Premium Kaschmir in der Farbe 20, die heißt auch Sandshell. Und genau, das ist ja eigentlich eine Sockenwolle. Besteht aus 25% Polyamid, 65% Merinowolle und 10% Kaschmir. Aber ich finde gerade diese Regia Premium Garne, das werdet ihr auch gleich nochmal sehen, die kommen noch zweimal, eignen sich auch super für Pullover und andere Dinge als Socken. Und sind relativ preisgünstig, finde ich, für, also ich glaube, 10 Euro kosten 100 Gramm bei. Mit 10% Kaschmir, das ist schon einfach ein bisschen weicher und angenehmer. Und ja, genau. Aber jetzt genau, zeige ich euch mal. Also ich habe euch hoffentlich schon ein Bild eingeblendet, wie das am Ende mal aussieht. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das gerade aussieht, weil es ist relativ schwierig, das Ganze miteinander zu verknüpfen, finde ich, so wie das gerade aussieht. Denn es sieht gerade so aus. Es liegt ein bisschen daran, dass ich mal wieder ein sehr kurzes Kabel benutze, wie immer eigentlich, oder Seil. Aber auch daran, dass es halt noch nicht geblockt ist. Also wir haben hier eben dieses Lace-Muster und man strickt das Ganze von innen. Das heißt, man nimmt hier, schlägt hier Maschen an, macht hier so einen Kreis und strickt dann immer in der Runde und strickt dabei dieses Muster. Versuche es mal so ein bisschen zu zeigen. Und es sieht relativ komplex aus. Ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert. Es sind eigentlich nur rechte Maschen, linke Maschen, ein Überschlag und eben rechts und links zusammengestrickte Maschen, also mal zwei zusammengestrickt. Und das war es eigentlich. Und man kann das eigentlich auch ganz gut merken. Ah ja, und hier haben wir noch so Twisted Rib in der Mitte drin, also wo man die rechten Maschen so überkreuz strickt. Das ist aber eigentlich auch ganz leicht. Und das Letzte, was man macht, da bin ich jetzt gerade dran, ist, man strickt orthogonal zu dem, was man vorher gemacht hat, so eine Borte dran. Seht ihr das? Das ist hier, so ist es quasi meine Nadel. Und hier ist die normale Runde. Das heißt, vorher, also, die Nadel nervt aber. Ja, ist ein bisschen schwierig zu zeigen. Also vorher habe ich die ganze Zeit so in Runden gestrickt und jetzt stricke ich so. Das heißt, man kettet die Maschen nicht ab, sondern man strickt da noch was dran. Das heißt, für jede Masche, die man eigentlich abketten würde, strickt man zwei Reihen von dieser Bordüre. Das heißt, es ist ein ziemlich langsamer Prozess und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das sind noch sehr, sehr viele Maschen, bis das fertig wird. Aber man hat halt dann am Ende diese mega schöne Kante hier mit diesen Zipfeln, die, wenn man das schön blockt und spannt, meine ich, richtig schön, glaube ich, aussehen werden. Und ja, ich wollte es euch unbedingt einmal zeigen, bevor es fertig ist, damit ihr das sehen könnt, wie das hier aussieht zwischendrin. Es macht mir echt viel Spaß, hätte ich nicht gedacht. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von so Lace-Mustern. Das habe ich, glaube ich, schon öfter mal gesagt. Also ich stricke lieber Colorwork oder mit Zöpfen. Aber ja, das ist eben hier dieses Lace-Muster und ich wollte es unbedingt haben. Deswegen mache ich das auch. Genau. Dann habe ich noch zwei Babystricksachen. Das erste ist nochmal das Flex Sock von Tin Knits.
Da stricke ich aus diesem Garn hier. Das ist die Langyarns Jawohl Magic Gradé in der Farbe Rainbow. Das ist so ein Single Garn, also es ist einfädig, so leicht gesponnen, also ein bisschen gedreht, so ein bisschen in Treib und hat eben diesen Farbverlauf und macht dadurch einen ganz bunten Pullover, den ich gerade eben für mein Baby jetzt stricke. So sieht es gerade aus. Ihr seht schon, sehr, sehr bunt. Genau. Ich lasse einfach die Farben machen, was sie wollen. Mache kein Color Managing in irgendeiner Form. Also schneide nichts raus und gar nichts. Und muss zugeben, also mir gefällt das Garn sehr, sehr gut. Aber mir gefällt vor allem das hier oben. Ich wünschte, es wäre nur das, dieser Abschnitt hier, der sich immer wiederholen würde. Und nicht noch immer diese dickeren Teile in anderen Farben. Aber man nimmt, was man kriegt. Und ja, ich glaube, zur Anleitung habe ich eigentlich schon genug gesagt. Ich stricke gerade den ersten Ärmel in Magic Loop, weil ich in der Nadelstärke kein Nadelspiel habe. Ist nicht so wirklich das, was ich am liebsten mache, aber ja, was soll's. Macht man halt, wenn es nicht anders geht. Ja, und ich glaube, mehr muss ich dazu auch nicht sagen, weil ich habe ja eben schon ganz viel gesagt zu der Anleitung. Und das letzte Babystrick, an dem ich arbeite, ist das Olive's oder die Olive's Wrap von Penny Larsen. Das ist die Besitzerin, auf jeden Fall Designerin von Knitting for Olive, vielleicht auch Besitzerin, ich glaube. Und ich bin da gerade ein bisschen an einer komischen Stelle, um euch das zu zeigen. Aber erstmal, also ich stricke das mit der Avetta von Phil Colana in der Farbe 144 Blau. Das ist so ein mega schönes Tiefblau. Was echt, also ja. Phil Colana Avetta stricke ich auch total gerne. Die ist so super weich und angenehm und ich habe noch mehr Farben bestellt für Babystrick. Habe ich euch, glaube ich, das letzte Mal auch schon gezeigt. Weil ich einfach finde, dass es, dadurch, dass es eigentlich für Socken gedacht ist, was ich total krass finde, wie weich das ist, das halt super ist für Babystrick, dass man einfach in die Wäsche, in die Waschmaschine schmeißt und fertig. Genau. Das ist, glaube ich, ein dänisches Garn, aber made in Peru. Das heißt, es ist Schulwolle, 80% aus peruanischem Schaf wahrscheinlich und 20% Nylon. Und genau, ich stricke, wie gesagt, das Olive's Wrap. Und ich bin, das strickt man von unten nach oben. Und es ist, glaube ich, Raglan, aber ich bin noch nicht ganz so weit, um das rauszufinden. Denn die Tatsache, dass man es von unten strickt, bedeutet, dass man den Körper und die Ärmel separat strickt und die dann später kombiniert. Und ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich den Körper fertig habe und beide Ärmel fertig habe und jetzt als nächstes das Ganze zusammenbringen muss. Aber habe es eben noch nicht gemacht. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz. Das heißt, ich habe hier einmal die zwei Ärmel und eben den Körper. Ups. Und das dreht sich hier so ein, weil das Ganze glatt rechts gestrickt wird und man hier unten hat man nicht so ein Ribbing, sondern das wird so noch so umgenäht. Ist ein bisschen schwierig zu zeigen, aber so, wenn ich es jetzt richtig sehe, kommen jetzt hier an den Seiten die Ärmel dazu und dann macht man Abnahmen und das Ganze wird dann eben nur oben zugemacht, unten bleibt es offen und ich werde wahrscheinlich das mit den Bändchen machen und nicht mit Knöpfen, aber ein bisschen kann ich ja noch überlegen. Genau, es macht mega viel Spaß, die Anleitung ist super zu verstehen und ja, mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Ich stricke es mit den Nadeln, die auch die in der Anleitung festgelegt wurden. Ich musste nicht hoch oder runter gehen, wobei ich auch hier wieder keine Maschenprobe gemacht habe. Und ja, genau, mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Es ist ein bisschen fies, das ist klassisch, finde ich, bei so Babystricken. Man denkt, ach, das ist so klein, das stricke ich ganz schnell und dann guckt euch mal an, wie klein dieses, wie fein dieses Maschenbild ist.
Also es dauert schon echt deutlich länger, als ich erwartet habe. Und das passiert mir jedes Mal. Außer bei dem Flex, weil man da irgendwie größere Nadeln benutzt, obwohl es auch Socken kann. Also Fingering Weight ist. Aber ja, passiert mir jedes Mal. Aber ich finde es eigentlich auch gut, dass es dann so ein schönes, dichtes, so ein dichter Stoff wird, den man gestrickt hat. Dann ein kleines Update zu meinem Stella Quilt Cushion von Laura Penrose. Das habe ich euch auch schon öfter gezeigt, deswegen auch nur ganz kurz. Zeige ich es euch einmal, wie weit ich bin. Ich bin nämlich fertig mit dem Vorderteil und ich bin mega zufrieden, wie das aussieht. Ich finde die Farbverteilung echt sehr, sehr schön. Ich finde die Unregelmäßigkeiten, die es vorher gab, dadurch, dass ich eben verschiedene Garne, alles Reste genommen habe, war es teilweise so ein bisschen unregelmäßig. Das konnte alles durch das Spannen und Waschen und auch durch das Vernähen hier bereinigt werden, finde ich. Und genau. Das nächste, was jetzt kommt, ist, dass man jetzt von hinten das Rückenteil strickt und das wird einfach komplett in diesem Grau hier gestrickt. Und dann gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze beendet. Man kann es entweder dann an einem Rand oben zunähen. Das werde ich aber nicht machen, weil dann kann man ja das Kissen nicht mehr rausnehmen und nichts waschen. Oder man macht so einen, sie nennt das Envelope Closure, das heißt, das ist quasi so ein Flap, so ein Stück Stoff, was man nochmal da dran strickt, was so drüber ist. So ein bisschen wie bei dem Selma Sleepsuit, wo man das so umklappt. Ich kann es gerade nicht gut erklären, aber so dass es quasi offen ist oben, aber. Und man das Kissen wieder rausholen kann. Man könnte sich wahrscheinlich auch überlegen, da einen Reißverschluss reinzunähen. Das traue ich mich aber ehrlich gesagt nicht. Das habe ich noch nie gemacht und ja, traue ich mir nicht. Aber ich fühle mich immer sicherer in der Idee, dass ich die Decke auch gerne stricken möchte. Ich habe da auch schon Garn im Kopf. Aber das zeige ich euch dann, wenn ich tatsächlich mal damit anfange. Im Moment versuche ich gerade, ehrlich gesagt, möglichst nicht so viel anzustricken, weil ich einfach so viele Projekte habe, die ich erstmal beenden möchte. Und dann, wenn ich was anfange, dann wenigstens Babystrickzeug, das jetzt sehr bald gebraucht wird. Als nächstes zeige ich euch den Primrose Slipover von Along Avec Anna. Falls ihr euch noch erinnert, den stricke ich mit dem Merino Yak. Das ist nämlich wieder Regia Premium. Merino Yak in der Farbe 07512. Das ist so ein mega schönes Grau. Zusammengehalten mit einem Rest von Vikinggarn, Kitzig. Das ist ein Mohair, also 77% Kitmohair, 23% Seide in der Farbe 327. Und ich bin fast fertig. Aber ich fürchte trotzdem, es wird noch eine Weile dauern, bis es wirklich fertig ist. Und zwar bin ich fertig mit dem Körper und das Garn hat gerade so gereicht. Also wirklich, ich war so knapp. Ich hatte ja nur ein bisschen weniger als 2 Knäuel von dem Mohair und hatte deswegen schon hier unten das. Diese Wortfindungsstörungen sind so schlimm. Ich sage es jetzt auf Englisch, weil es mir nicht einfällt. Ich habe hier das Ribbing einfach nur in Grau gestrickt. Das Rippenmuster, jetzt habe ich es auch wieder. Und habe da das Mohair weggelassen. Das hatte ich schon auch bei dem Rückenteil gemacht und auch hier oben der Kragen, weil es mir schon klar war, dass es wirklich eng wird mit dem Mohair. Und es war wirklich sehr, sehr eng. Ich habe es gerade so geschafft, dass es. Jetzt das Vorderteil und Rückenteil ungefähr gleich groß, gleich lang ist. Kleines bisschen kürzer ist es vorne, glaube ich, schon geworden. Aber ich hatte halt einfach kein Garn mehr. Und ich wollte nicht extra für irgendwie 3 Reihen nochmal das Garn bestellen, nochmal ein neues Knäuel, weil eigentlich ging es mir darum, Reste aufzubrauchen. Und jetzt fehlen eigentlich einfach nur noch hier diese Schleifen, die hier noch an den Rand hinkommen, zum Zubinden. Und die werde ich natürlich dann auch nur mit dem Yak stricken. Aber ich habe irgendwie einfach gerade nicht so Lust auf so Doppelstrick, bei dem dann auch noch so eine Weste da dran hängt. Aber das kommt auf jeden Fall noch. Das Ganze ziemlich aggressiv gespannt, um möglichst viel Größe rauszuholen.
Genau, es ist nämlich trotzdem noch ein bisschen klein und kurz und ich werde das nicht so anziehen können, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich hatte ja erzählt, meine Idee war, dass ich jetzt so mit meinem Schwangerschaftsbauch das anziehen kann, weil man es ja nur an der Seite zubindet. Dann kann ich es einfach die Schleifen lang machen, sodass da viel Platz ist und dann später kann ich es einfach enger zubinden. Das macht auch alles Sinn, vorausgesetzt, man strickt das Ganze länger, als ich es gemacht habe. Was ich aber nicht konnte wegen dem Garn. Also es war einfach von vorne bis hinten nicht so ganz 100% durchdacht, was ich da gemacht habe. Aber ja, genau. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr in der Schwangerschaft anziehen, weil das an einer ganz komischen Stelle vor meinem Bauch endet, der dann quasi so unten rausguckt, was ich jetzt nicht so toll finde. Also wenn, dann hätte es halt deutlich kürzer sein müssen, dass es halt quasi wirklich so extrem cropped ist oder eben deutlich länger und dann hätte ich auf jeden Fall noch einen Knäuel gebraucht. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch das ganze Knäuel gebraucht und das wäre okay gewesen, das hätte ich mir halt früher überlegen müssen. So habe ich mich jetzt genau an die Anleitung gehalten mit den Längen und dadurch habe ich eben das hier. Finde ich jetzt nicht so schlimm, hilft mir aber jetzt nicht gerade dabei, die Motivation zu finden, diese Bänder zu stricken. Aber ja, das wird auf jeden Fall passieren. Die Frage ist einfach nur, wann? Genau. Und zwar wollte ich mir einen großen Cardigan stricken, der für die Schwangerschaft noch ganz gut ist, auch wenn ich nicht weiß, ob ich den überhaupt schaffe in 6 Wochen, aber genau, den ich so drüber ziehen kann, wo der Bauch rausgucken kann und aber auch den ich, wenn ich das Baby trage, um uns beide drumherum schlingen kann und ihn auch leicht wieder an- und ausziehen kann. Und dabei habe ich mich für den No Frills Cardigan von Petite Knit entschieden, weil ich einfach gerne was relativ Schlichtes haben wollte und ich finde auch die Länge super. Mal schauen, ich weiß nicht, ob ich genug Garn habe, den so lang zu stricken, denn ich habe auch hier wieder nur mein Stash verwenden wollen und habe da am Anfang so ein bisschen rum experimentiert. Was ich ziemlich schnell wusste, ist, dass ich auf jeden Fall von Honor Air dann mein Nutidin benutzen möchte. Das, Moment, sieht so aus. Das ist die Farbe Diagonal, die aus der, ich glaube, im Frühling kam die raus irgendwann mal. Oder Sommer. Das ist ein Garn aus Schweden, was so nicht verzwirnt ist und nicht gesponnen ist. Anspann heißt es auch. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Gibt es auch von anderen Garnherstellern. Aber das ist so, finde ich, so das Bekannteste. Das ist sehr, sehr weich. Also es ist immer noch rustikal. Es ist ein Garn aus Schweden, falls ich es nicht gesagt habe. Und das Besondere ist, bei denen, die bringen immer so Farben raus, die sie dann nur einmalig haben. Das heißt, die haben, ich glaube, mehrmals im Jahr machen die quasi ein Update und dann gibt es diese Farben, sind immer mehrere Farben, die gleichzeitig rauskommen und wenn die alle sind, sind die alle, die werden nicht nochmal nachproduziert. Und ich glaube, jetzt am 30. Oktober ist das nächste Mal, kommen neue Farben raus und die sehen mega schön aus. Wenn ihr das spannend findet, schaut mal da vorbei. Weil die Farben jetzt für die neue Kollektion sind echt klasse. Ja, auf jeden Fall, ich wusste, ich wollte das benutzen. Und ich wusste aber nicht so, also ich wusste, ich brauche noch was, was ich dann dazu halte. Und dann habe ich jetzt erstes Mal probiert, wie das denn wäre, wenn ich einfach 2 Stränge davon nehme. Also das einfach doppelt halte. Dabei kam halt dann diese Maschenprobe raus. Das finde ich an sich eigentlich ganz schön und werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, sowas mal zu machen. Aber ich fand mit der Nadelstärke, dass es relativ dicht ist und hat mir nicht so gefallen für diese Idee von dem Cardigan, der vielleicht ein bisschen luftiger sein soll, wie ich ihn mir vorstelle. Und hat auch von der Maschenprobe nicht so gut gepasst, ist relativ groß. Außerdem hätte ich nicht genug Garn gehabt, wahrscheinlich, wenn ich es doppelt gehalten habe. Also dann wäre es wirklich ein kurzer Cardigan nur gewesen und ich wollte ja eigentlich diesen langen, flowy Cardigan. Dann habe ich noch ausprobiert, dazu zu halten von Rico Design die Make a Tweed. Das ist so ein Beilaufgarn, mit dem man jedes Garn in so ein Tweed-Garn verwandeln kann. Dabei kam dann das hier raus. Das ist quasi jetzt dann das Gegenteil. Ich finde auch das eigentlich ganz schön, aber es ist mir ein bisschen zu luftig.
Und ich weiß nicht, wie mir das gefällt, dass der Faden von dem, also man hat immer diese Tree-Teile und man hat natürlich auch so einen Faden. Und dieser Faden ist schwarz-weiß und der ist hier, finde ich, kommt hier mir zu sehr raus. Also ich möchte eigentlich, dass man da vor allem diese Tweed-Nipsis hier sieht und eben nicht das Garn da. Deswegen war ich da nicht so 100% überzeugt. Und dann habe ich nochmal den Klassiker probiert, nämlich mit Mohair. Und zwar mit zwei verschiedenen Farben, die ich beide noch hatte. Das ist auch wieder Vikinggarn Kitzig. Ich hatte einfach da in Norwegen mal eine Menge von gekauft. In zwei verschiedenen Farben. Das obere ist so ein ganz helles Blau. Und das unten ist so ein bisschen türkis. Das ist die Farbe Jade. Das ist Nummer 327. Nee. Da stimmt doch was nicht. Moment. Also ist auf jeden Fall die Farbe Jade, aber die Nummer ist falsch. Das ist die Farbe, die ich vorhin, die von dem anderen Projekt. Aber wenn ihr unten guckt in der Beschreibung, da steht es auf jeden Fall richtig. Und ich finde das beides sehr schön. Ich habe aber dann gemerkt, ich habe von dem Vibe, von dem oberen, habe ich schon einen Pullover. Und habe mich jetzt für das untere entschieden. Das heißt, ich habe hier, stricke also jetzt den No Frills Cardigan von Petite Knit mit Honorek Air Nutidin in der Farbe Diagonal und das Viking Kitzig in der Farbe Jade. Und ich glaube, es ist 329. Und ich habe aber noch nicht so viel geschafft. Das habe ich jetzt vor ein paar Tagen erst angeschlagen. Aber ich zeige es euch trotzdem mal. Ups. So sieht's aus, soweit bin ich. Wie ihr sehen könnt, ist das Ganze eine Raglan-Konstruktion. Eigentlich relativ simpel, heißt ja auch kein Schnickschnack, no frills. Und genau das ist es auch. Man hat hier so ein Band, was man gleichzeitig strickt. Also man muss nicht hinterher noch einen Band anstricken. Ich werde auch keine Knopflöcher machen oder sowas. Und das Ganze wird gestrickt auf 3,5er Nadeln, also eigentlich auf 4 mm Nadeln. Aber da war meine Maschenprobe ein bisschen groß für, also bin ich ein bisschen runtergegangen. Ich stricke das Ganze in Größe L, auch wenn M wahrscheinlich auch okay gewesen ist. Ich war so ein bisschen zwischen M und L und habe dann gedacht, wenn ich jetzt die Nadelstärke runtergehe und ich habe nicht nochmal einen Swatch gestrickt mit der kleineren Nadel. Dann könnte es ja sein, dass es ein bisschen kleiner ausfällt und deswegen habe ich dann die größere Größe genommen und hoffe, dass es sich jetzt ein bisschen ausgleicht. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus, so von der Größe her. Und dadurch, dass es ja von oben gestrickt wird, kann man es ja auch einfach immer wieder anprobieren und schauen, wie groß es jetzt ist und ob das passt. Und gegebenenfalls mache ich einfach ein paar Raglan-Zunahmen weniger, damit es dann nicht so gigantisch wird. Aber ja, genau, so sieht es aus. Ich bin mega zufrieden, freue mich und kann euch hoffentlich nächstes Mal noch ein bisschen mehr davon zeigen. Dann habe ich noch zwei Strickprojekte, die sind beide von Andrea Murray. Das eine geht ganz, ganz schnell, weil ich euch einfach nur mal kurz ein Update geben wollte. Und zwar stricke ich ja den Big Cozy Cardi von Andrea Murray und ich habe da schon öfter mal erzählt, dass mir das nicht so viel Spaß macht zu stricken. Und ich auch nicht so genau weiß, woran es liegt. Und das ist auch immer noch der Fall. Und ich möchte aber unbedingt diesen Cardigan haben. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, da jeden Tag einfach ein bisschen dran zu stricken. Und bin auch schon ziemlich weit gekommen. Und wollte euch einfach mal zeigen, wie weit ich eigentlich jetzt gerade bin. Und zwar so weit. Ich habe hier das letzte Mal, als ich davon erzählt habe, war ich hier. Hier ist mein Progress Keeper. Und jetzt habe ich fast nochmal oder sogar mehr noch, als ich schon hatte, schon gestrickt. Das Ganze hat hier so ein ganz einfaches Muster aus rechten und linken Maschen. Aber ich finde es auch super schön. Das ist eigentlich die Innenseite. Ich werde es aber andersrum nähen, weil ich das viel schöner finde als das. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut am besten einfach nochmal in vorherige Videos rein, wo ich mehr dazu erzähle. Ich wollte es einfach nur ganz kurz einmal zeigen, aber ich habe das Gefühl, ich rede schon ewig und will jetzt auch nicht zu lang. Genau. Das hier übrigens ist auch wieder Regia Premium Yak.
Das Garn. Genau. Und das letzte ist der Red Plate Cowl, auch von Andrea Mowry. Den stricke ich mit handgesponnenem von mir. So sieht es aus. Das ist jetzt Regenbogen. Gar nicht. Habe euch das, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen, genau. Das ist einfach ein Two-Ply, also mit zweifädig verzwirnt. Mit Fangen, die ich selbst gefärbt habe, in so einem Farbverlauf. Und man braucht dazu drei Garne. Einmal eben irgendwie einen Color-Changing, also so ein farbwechselndes Garn, zum Beispiel Spin Cycle oder Shuffle Zauberball könnte man vielleicht ganz gut nehmen oder weiß nicht, gibt immer mehr, habe ich das Gefühl, die das so ein bisschen simulieren, so wie handgesponnenes auszusehen. Und dann einen fluffigen Garn Mohair oder einen Brushed Alpaca. Ich nehme hier einen Brushed Alpaca, das ist Lana Crossa Bella in der Farbe 14, hellgrau. Und dann habe ich hier noch so ein handgesponnenes Garn, handgefärbt von mir. Das ist ein Rest aus einem Schal, den ich mal gestrickt habe, das ich auch benutze. Und bei dem ich mir ein bisschen Sorgen mache, dass es knapp wird. Aber ich werde mal sehen. Ich stricke jetzt einfach mal, soweit ich komme. Notfalls werde ich dann, ich glaube, das geht schon. Es ist nicht das Gleiche, aber ich habe relativ viel von dem Kaschmir für das Augustins Blanket. Und notfalls nehme ich das dann dazu. Das wird man auf jeden Fall sehen, aber was soll ich machen? Wenn es alle ist, ist es alle. Und ich werde es auf jeden Fall nicht hinkriegen, das nochmal so nachzufärben. Das ist ewig her, dass ich es gefärbt habe. Ich weiß gar nicht mehr, was für Farben ich da benutzt habe oder irgendwas. No. Aber auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, die Anleitung von Andrea Mowry, Red Plate Cowl, das ist ein Mosaik-Strick. Das heißt, man strickt, das ist ein Colorwork und man strickt aber nicht, man hat nicht alle Fäden gleichzeitig, so wie bei Stranded Colorwork, sondern man strickt immer nur mit einem Faden und lässt die anderen einfach hängen und slippt immer, also nimmt die, na, hebt die Maschen nur ab, die nicht in der Farbe gestrickt werden, sondern in anderen Farben und dadurch entsteht so ein bisschen ein anderer Stoff und so weit bin ich gerade. Ihr seht hier, das war glaube ich vom letzten Mal. Und ich bin so verliebt. Ich versuche daran nicht so viel zu stricken, weil ich so viele andere Projekte noch habe. Und ich das eigentlich auch nicht unbedingt brauche gerade. Aber es ist einfach so spannend zu sehen, wie sich die Farben so verändern und was als nächstes kommt und wie das aussieht und so. Genau. Im Prinzip strickt man hier so einen ganz langen Typ, so einen Schlauch, Entschuldigung. Und der wird dann so einmal gedreht und dann zusammengenäht. Also so könnte ich es euch, glaube ich, ungefähr vorstellen. Und deswegen muss ich noch ziemlich weit kommen. Ist noch ein ordentliches Stück, bis es fertig ist. Aber es macht auch so Spaß und ich finde es so schön. Und es fühlt sich richtig gut an. Der Flausch kommt irgendwie nicht so viel raus, wie ich gedacht hätte. Finde ich aber eigentlich gar nicht schlecht. Ich finde, es muss nicht immer alles so flauschig sein. Das ist mein letztes Strickprojekt und also eine ganze Menge. Und ich glaube, euch ist auch gefallen, dass ich vielleicht Sachen nicht erwähnt habe, die ich das letzte Mal gezeigt habe. Ich habe nämlich noch viel, viel mehr Projekte. Aber es bringt auch nichts, immer alles zu zeigen. Das sind jetzt so die Sachen, an denen ich gerade aktiv, so wirklich aktiv dran arbeite. Außer die, bei denen ich gesagt habe, dass es nicht so ist. Genau. Als letztes habe ich noch Spinnprojekte. Und zwar ist was fertig geworden. Und zwar mein handgesponnenes Garn hier, das ist was ist das? Malabrigo Nube in der Farbe Calacomb oder so, Catacomb. Auf jeden Fall dieses mega schöne Candem heißt es, glaube ich. Das ist so lila, grün, braun. Ich finde es mega schön. Und das Ganze habe ich dreifach verzwirnt. Sind 170 Meter ungefähr geworden auf 100 Gramm. Und ich finde es mega schön. Es ist super weich. Und ich überlege, ob ich mir da eine Mütze drauf stricke vielleicht. Oder
Irgendwas für einen Hals, was Kleines? Weiß ich noch nicht so genau. Insgesamt habe ich ziemlich viele handgesponnene Garne, bei denen ich gar nicht so richtig weiß, was ich damit machen soll. Ich überlege gerade, ob ich mal so ein Video mache mit allen meinen handgesponnenen Garnen und die mal zeige und was ich für Ideen habe. Fändet ihr das interessant? Schreibt mir mal in die Kommentare. Und ja, das ist mein einziges Fertigspinnprojekt. Ich habe aber auch eben Arbeit an einem Großprojekt gerade. Und zwar ist das, zum einen habe ich immer noch auf meinem Spinnrad den Combo-Spin, von dem ich schon öfter mal erzählt habe. Dann zeige ich euch jetzt nichts. Da habe ich unten das Projekt verlinkt, wenn es euch interessiert. Aber da zeige ich euch, wenn es irgendwie einen Fortschritt gibt, den man zeigen kann, zeige ich, wie es aussieht. Und das andere ist, ich spinne gerade aus von mir gefärbtem Garn. Nochmal, von mir gefärbten Fasern spinne ich gerade Garn für den Traveler von Andrea Mauri. Und das habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Also ich habe euch mal die Fasern gezeigt. Und ich bin mit meiner ersten Spule fertig geworden. Das ist die Hälfte von den Fasern. Wahnsinn, dass die hier drauf passen. Das sind 300 Gramm Fasern, die jetzt hier auf dieser einen Spule gesponnen sind. Ich finde, es sieht super schön aus. Und ich bin gerade an der zweiten Spule und bin da auch schon relativ weit. Also ich bin kurz davor, dass ich verzwirnen kann und bin schon ganz aufgeregt, wie das dann wird. Nochmal so zum Vergleich. Ich habe hier so meine Fasern in so kleine Bällchen beziehungsweise Rolex gemacht. Und das sind gerade die Fasern, die jetzt als nächstes dran sind. Ich mache die immer in so kleine Körbchen, dass es mir nicht so viel vorkommt. Und ich bin mega gespannt, wie das Verzwirn dann aussehen wird und wie das so alles so zusammenkommt, die Farben. Denn so richtig gut geplant habe ich das ja nicht. Und vor allen Dingen hoffe ich sehr, dass ich genug Garn habe, dafür den Traveler auch zu stricken. Das ist ein Pullover von Andrea Mauri, von dem ich auch Anfang des Jahres den Traveler Shawl gestrickt habe, mit diesem Farbverlauf, den ich auch selbst gesponnen habe. Und da war das Garn ein bisschen zu dick dafür und ich bin gerade so hingekommen, bin gerade so ausgekommen. Hier habe ich jetzt aber deutlich dünner gesponnen und hoffe einfach mal, dass das klappt. Ich bin da die ganze Zeit dabei, immer Videos dabei mich zu drehen. Das heißt, es wird am Ende so ein Projektvideo geben dazu. Das wird aber noch ewig dauern, aber ich wollte euch so ein kleines bisschen mitnehmen dazu, wo ich da gerade dran bin. Ja, das ist jetzt wirklich mal alles. Jetzt habe ich euch alles gezeigt, was ich so in letzter Zeit gehandarbeitet habe. Ich hoffe, das Licht ist okay. Es ist heute einfach sehr grau und regnerisch draußen. Ich wette, es sieht aus, als wäre es irgendwie abends, aber es ist Vormittag. Aber ja, wie das halt so ist. Ich hoffe, ihr habt was Interessantes gesehen und ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir unten in die Kommentare schreibt, was ihr gerade so strickt oder woran ihr arbeitet. Und wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Monat und bis bald. Tschüss!